Mein Name ist Joe Bausch. Das Gefängnis, die Verbrecher, das ist mein Leben. Beim Tatort spiele ich den Gerichtsmediziner. Im wahren Leben arbeite ich als Gefängnisarzt in Werl. Mich hat schon immer interessiert, was macht Menschen zu Verbrechern? Dieser Film handelt von dem ehemaligen Drogendealer Sick. Vom Junkie steigt er zu einem der größten Dealer Niedersachsens auf. Um alles, was es geht, ist Geld, Drogen und Konsumieren. Immer auf der Suche nach dem nächsten Kick probiert er jede Droge aus, manipuliert und benutzt seine Mitmenschen. Diese Droge, die ist so stark, da habe ich als Mutter keine Chance mehr. Seine kriminelle Karriere beginnt er mit Raubzügen. Im Drogenrausch geht er jedes Risiko ein. Es gab auch schon Einbrüche, da waren sie uns sehr nah auf den Fersen, mit einer ganzen Sonderkommission. Polizei und Gefängnis sind ihm lange Zeit egal. Was zählt, ist der Stoff. Mit der zweiten Haft war meine Identität klar. Ich gehe auch noch ein drittes und ein viertes und ein fünftes Mal in den Knast. Er hat lange Zeit geglaubt, ihr kriegt mich sowieso nicht. Seine Storys aus dem Drogenmilieu, abstoßend und faszinierend zugleich. Unter dem Pseudonym Sick, zu Deutsch krank, wird der Dealer zum Internetstar. Gerade noch die Pumpe aus dem Arm gekriegt, Klatschlager da. Er hat krasse Geschichten, er hat eine unglaubliche kriminelle Energie, aber gleichzeitig ist er ein unfassbar charmanter Mensch. Seine Videos, von einem Millionenpublikum gesehen und ausgezeichnet. Er dreht Videos mit Musikgrößen wie dem Rapper Sido. Heute mit Kraftklub. Und der Indie-Rockband Kraftklub. Sex, Leben, alles andere als eine typische Junkie-Geschichte. Vom Junkie zum Cannabis-Dealer im großen Stil. Sick nennt sich der Mann, der schon einen Großteil seiner Jugend im Heroinrausch verbracht hat. Seine unstillbare Sucht finanziert er zunächst durch Ladendiebstähle und Einbrüche. Später dealt er kiloweise mit Haschisch und Marihuana. Sein Leben die immer gleiche Abfolge von Drogen, Straftaten und Gefängnis. Mehr als 20 Jahre lang. Ist es möglich, diesem todbringenden Kreislauf jemals zu entkommen? Und wenn ja, wie? In einer Reihe von Interviews wird mir Sick erzählen, wie er so tief in den Drogensumpf abrutschen konnte. Heute ist Sick 44 Jahre alt. Seinen bürgerlichen Namen möchte er nicht nennen. Wenn man überlegt, wie oft ihr jeden Tag zugeschlagen habt, um Drogen beschaffen zu können. Wie lange hättest du eigentlich sitzen müssen? Wenn ich es in Prozent ausdrücken müsste, ist vielleicht 10% verhandelt worden von all den Straftaten, die ich begangen habe. Du bist morgens aufgestanden und dann fing der Tag so mit einer Straftat an. 3 Ladendiebstähle am Tag, ein Einbruch in der Nacht und die Hehleraktion noch dazu. Jeden Tag? Jeden Tag. Auf dem Höhepunkt seiner kriminellen Karriere ist er einer der Top-Dealer Osnabrücks. Hat mehrere Fahrer und Handlanger, die für ihn die Ware verkaufen. Anfang der 2000er lässt er sich mit einem niederländischen Drogenhändler ein. Ich bin mit Sick unterwegs zu einem ehemaligen Übergabeort. Ja, wir liegen auch strategisch gut, ne? Grenznah, Holland. Die Autobahn ist hier gerade um die Ecke. Perfekt. Die Holländer verlassen die Autobahn, kommen hier auf den Hof gefahren. Hier war tot morgens, keine Kameras, gibt's ja heute noch nicht. Wurde der Sack einfach umgeladen, 2 so riesen Holland-Taschen hier ist mal aus der Immobil. Und es hat mir auch, ehrlich gesagt, großen Spaß gemacht, ein Geschäft zu führen. Ja, du warst Geschäftsführer. Ja, ich war Geschäftsführer. Da kommt plötzlich Sick irgendwo her und sagt, okay, ich steig jetzt ein. Hier waren 5, 6 Mann, die sich den Markt geteilt haben. Und Osnabrück und Umgebung frisst jede Woche ungefähr 400 Kilo Gras und fast doppelt so viel Hasch. Jede Woche. Was hast du im Schnitt in der Woche gemacht? Minimum 5.000, in guten Wochen auch mal 25.000. Für dich selbst? Für meine Tasche. Was sind das für Leute in Holland? Das ist ein Familienbetrieb gewesen. Ich habe da auch lange, lange dran gebettelt, um an diese Connect zu kommen. Ab einer gewissen Größenordnung machst du nur noch Dinge mit Leuten, wo du dir hundertprozentig sicher sein kannst. Also so sicher, wie man sich halt sein kann. Deine Credits waren, ich kann schweigen. Genau. Ich war schon ein paar Mal im Knast. Ja.
Ich ziehe keinen anderen mit rein. Ganz genau. Sick beeindruckt seinen neuen Geschäftspartner. In kürzester Zeit verteilt er kiloweise Cannabis an Kleindealer, die es für ihn weiterverkaufen. Wir haben auch bei dir die Gier bemerkt, dass du jemand bist, der will mehr und will noch mehr und noch mehr. Ja, es geht immer noch mehr. Rückblende. In Hannover verbringt Sick seine Jugend. Ende der 80er, mit gerade erst 15 Jahren, nimmt er zum ersten Mal Heroin, finanziert durch etliche Einbrüche. Der Beginn seines kriminellen Lebens. Du hattest zwar keine Arbeit, aber du warst dauernd beschäftigt. Ich war dauernd beschäftigt, ja. Ja, wir stehen auch schon vor einem meiner Arbeitsplätze halbwegs. Okay. Hier Sir, also so englische Mode, teure Klamotten. Ja, aber du musstest doch irgendwas stehlen, was du auch losgeworden bist. Ja, also zu der Zeit, als hier das losging, also so Burlington-Socken und Seidenshorts für 150 Mark das Stück, die wirst du am Steintor im Rotlichtviertel wirst du los, sofort, kofferweise. Ganz am Anfang haben wir Bestelllisten gekriegt von den Zuhältern. Die sind mit uns in die Läden gegangen, haben sich die Anzüge in der richtigen Größe, Farbe rausgesucht, den, den und den. Und haben hinterher ein Drittel bezahlt. Ne? Solche Jackets, ne? So Größe 56, 58. In der Nacht stürmen Sick und seine Komplizen reihenweise die Läden. Der Schaden geht in die Millionen. Für einen Bruchteil des Preises verkaufen sie die Ware im Rotlichtbezirk. Das Geld geben sie sofort für Heroin aus. Mit Einbrüchen in Juweliergeschäfte und Kaufhäuser finanziert der Jugendliche seinen nächsten Trip. Anfang der 90er wird Sick Mitglied einer organisierten Bande. Ihre Beutezüge versetzen Hannovers Innenstadt in Aufregung. Du hast gesagt, okay, ich will das Zeug, also ich brauche Geld. Genau. Nächste Konsequenz, du musstest dir Freunde suchen, die bereit waren, mit dir gemeinsam auch einzubrechen. Das waren so Jungs in meinem Alter, wesentlich besser angezogen als ich. Bündelweise immer die Scheine in der Tasche und ja, voll drauf, genau wie ich. Würde ich gern mitmachen, würde mich auch gern so anziehen und Taschen voll mit Geld haben. Das hat nur wenige Tage gedauert, dann habe ich meinen ersten Bruch mit denen gemacht. So ein 40 Mann starker Mob auf der einen Seite gegenüber dieser Laden und dann wie beim Fußball. Und dann die Gullis raus und los geht's. Und ich stand da, ich hab gedacht, Alter, was geht denn jetzt ab? Alles klar und alle rein. Und anderthalb Minuten später raus aus dem Laden, alle Mann auch fast gleichzeitig durch die vier eingeworfenen Fenster und die Glastür. Und der Laden sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also nichts, also nur noch vereinzelt Klamotten auf der Erde, alle Regale umgerissen. So war mein erster Einbruch. Und das war irgendwie schon ein Highlight. Es scheint so, dass du ein Mensch bist, der verschiedene Kicks braucht. Den Adrenalinkick, den Drogenkick. Dieses Gefühl, was mit dem Diebstahl kommt oder mit dieser Straftat oder mit dem Verbotenen, wenn ich das tue, das ist wie ein Kick. Was für Sick bei seinen Raubzügen zählt, ist der Nervenkitzel. Und ich spüre heute noch den Stolz, der in seinen Geschichten von den kriminellen Straftaten mitschwingt. Also war schon eine richtig brüderliche Bande so, ja. Wir hatten viele Bunkerstellen für Werkzeug, Brecheisen, Schraubenzieher, Verlängerungsrohre für die Hebel, egal was. Also egal wie dolle die Tür standhält, man muss nur das richtige Werkzeug dabei haben. Ist auch in den Büros hier oben. Ist das nicht ein wahnsinniger Stress, wenn man jeden Tag hier unterwegs ist, sitzt hier, weiß, ich muss heute noch einkaufen gehen? Zu der Zeit, als das hier gelaufen ist mit den vielen Einbrüchen, so im jugendlichen Alter, war das tatsächlich noch Fun und Spaß und Rebellen und Outlaw. Ich treffe einen Komplizen von Sick aus jener Zeit. Bis heute kämpft er gegen seine Sucht an. Er möchte unerkannt bleiben. Gab es sowas wirklich wie Freundschaften unter Ihnen, unter Drogenabhängigen? Die hätte ich damals als Freunde bezeichnet, doch. Ja. Das fing alles so spaßig an. Ich meine, wir haben uns rumgetrieben, wir haben mit Drogen herumexperimentiert und das wurde dann auf die Dauer teuer. Finanziert haben wir das halt durch diese Brüche. Das heißt mit Ladendiebstählen, mit Einbrüchen? Ladendiebstähle weniger, wir sind dann gleich versucht, den ganzen Laden auszuräumen. Also sowohl Sick als auch Sie erzählen so von den Einbrüchen und von den Diebstählen so,
als sei das eigentlich eine sportive Angelegenheit gewesen. Ihm war doch klar, dass das nicht in Ordnung ist, oder? Ja, letztendlich ist es ein Verbrechen. Natürlich ist das letztendlich nicht in Ordnung. Aber wir waren damals in dem Alter, wir haben darüber nicht nachgedacht. Das war Normalität. Na gut, aber ihr hattet ja Leute, die euch die Sachen abgekauft haben. Also ihr wart ja auch Bestandteil der kriminellen Szene in Hannover. Waren wir auch, ja. Auf jeden Fall. Gab es Situationen, wo die Freundschaft mit Sick wirklich auf der Kippe stand? Also uns war bekannt, dass die Polizei auch eine Soko zum Beispiel gegründet hat und dass die sehr hinter uns her waren. Aber ich habe mich dann auch von Sick distanziert, weil ich fand, er hat es dann übertrieben auch mit den Einbrüchen. Weil er dann gar nicht mehr aufhören konnte. Er hat einen Bruch nach dem anderen gemacht und hat da gar kein Ende mehr gefunden. Als Gefängnisarzt lerne ich viele Drogenabhängige kennen. Aber die wenigsten von ihnen sind so kriminell wie Sick. Ich frage mich, woher kam diese Härte? Sick wächst in einer Kleinstadt bei Stuttgart auf. Der Vater verlässt früh die Familie. Zu seiner Mutter hat er ein inniges Verhältnis. Sick ist ihr einziges Kind. Als er 13 Jahre alt ist, verlässt sie ihren damaligen Partner für einen neuen Mann aus Hannover. Für den Jungen das Ende seiner unbeschwerten Kindheit. Ihre Mutter hat einen neuen Lebensgefährten kennengelernt. Mit dem sind sie gemeinsam nach Hannover gezogen. Wie kamen Sie mit dem zurecht? Gar nicht. Mir wurde gesagt, wir ziehen in 2 Tagen um, verabschiede dich von deinen Freunden. Und das erstens war schon ein Schock für mich. Und dann zweitens hat uns ein Mann abgeholt, den ich noch nie vorher gesehen hatte. Und auf der Fahrt dorthin, auf einer Raststätte, war ich ganz kurz mit ihm alleine. Und dann sagte er zu mir, deine Mutter liebe ich, aber du bist unerwünscht. Ja, ich war total verwirrt und perplex. Und an der Stelle kam dann so dieser Bruch dann auch zu Hause. In Hannover, da wo seine kriminelle Karriere begann, zeigt er mir die Gegend, die 1986 zu seinem neuen Zuhause wurde. Für den Freund seiner Mutter ist er nur Ballast. Wie war das Verhältnis zu deiner Mutter in der Zeit? Schlecht. Ja, es ist dann letztendlich so gekommen, dass ich mich einfach distanziert habe, mir einen neuen Anschluss gesucht habe, der dann für mich irgendwie auch nach hinten losging. Und in dem ersten Sommer war ich schon jeden Tag nur bekifft mit den Jungs, kaum noch zu Hause. Geborgenheit findet Sick bei seinen Freunden und im Cannabisrausch. Doch schon bald verliert diese Droge für die Jugendlichen Anreiz. Er ist gerade mal 15 Jahre alt, da raucht Sick zum ersten Mal Heroin. Auf einer Party sieht er seine Freunde konsumieren, will auch diesen Rausch erleben. Er wird sofort abhängig. Schon bald braucht Sick 2 bis 3 Gramm Heroin am Tag. Wie war dein erster Konsum von Heroin? Hab meine Jungs getroffen und bin dann frühen Abend mit denen in ein Jugendzentrum gegangen. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wo sind meine Leute hin? Und hab die dann in einem Waschraum gefunden, in diesem Jugendzentrum. Und die saßen alle da, hochgekrempelt, Schuhe ausgezogen, nur noch im T-Shirt, voll am Schwitzen. Und jeder zweite so eine Folie in der Hand. Wenn da mein ganzer Freundeskreis sitzt, alle total zufrieden aussehen, so eine kleine Pupillenarm. Ich will probieren, natürlich. Hab einmal an dieser Folie gezogen, hab gedacht, schmeckt das ekelhaft. Und beim dritten Zug kam so der erste Effekt von dem Heroin durch. Ganz warme Welle von den Füßen aufwärts steigen. Das war so ein unglaublich schönes Gefühl. Ich habe mich das erste Mal in Hannover wirklich willkommen gefühlt. So, jetzt war alles gut. Und von da an hast du eigentlich täglich konsumiert. So gut es ging, ja. Ist es so gewesen, dass du gesagt hast, ich will nicht aufhören? Oder war dir schon klar, ich kann schon nicht mehr aufhören? Nee, ich will nicht aufhören. Ich will dieses Gefühl behalten. Das darf nicht weg sein. So, jede wache Minute. Doch Sick wird sofort abhängig. Unter dem Szenenamen Shore lernt er das Heroin kennen. Dann habe ich genau hier an dieser Stelle gesessen. Hier vorne hat so ein älterer Junkie gesessen, so ein total schmuddeliger. Und der drehte sich immer um und sagt, bist du nicht ein bisschen jung für Heroin? Ich sage, ich rauche kein Heroin, ich rauche Shore. Ich sage, ja, mache ich auch, so das Gleiche. Und grinst so richtig dreckig,
Er war wahrscheinlich schon nicht der Hellste, aber so viel Dummheit ist selbst dem noch nicht begegnet. Ich hab's nicht gewusst. Und da kam dann halt die Erkenntnis, okay, jetzt ist, wie es ist, scheiß drauf. Obwohl er weiß, dass er mit dem Heroin eine der gefährlichsten Drogen nimmt, kann Sick nicht aufhören. Statt zu spritzen, raucht er den Stoff. Fühlt sich gegenüber anderen Junkies überlegen. Die Zeit, von der mir Sick erzählt, ist auch die Zeit, die er später in seinen Videotagebüchern beschreibt. Im Internet schauen ihm dann Millionen Menschen zu. Ein Erfolg, der seinem Leben noch eine völlig andere Wendung geben soll. Ich bin Rechtshänder, ich habe mit links versucht zu ballern. Alter, weißt du, wie das aussah hinter meinem Arm? Hinter der Kamera saß Paul Lücke, ein langjähriger Freund. Ich habe ihn niemals sitzen gesehen. So. Also er war immer am Rumhampeln irgendwie und hatte eine unglaubliche, ja, einen unglaublichen Bewegungsdrang in sich und auch einen unglaublichen Mitteilungsdrang. Ich dachte, was für ein verrückter Typ. Also einfach unglaublich, wie gut er erzählen kann. Also so, die Storys haben mich sofort auch in den Bann gezogen. Sobald es dunkel wurde, war hier eigentlich für Otto normal Sperrzone. Von hier nur Dealer und Süchtige. Allein welches Auge er an Bahnhöfen hat, dafür irgendwie, wo gerade Deals ablaufen. So, das ist immer wieder beeindruckend für mich. Irgendwie, dass der wirklich, der guckt einmal und weiß sofort, okay, da läuft ein Geschäft, da läuft ein Geschäft, da läuft ein Geschäft. Der hat eine unglaubliche kriminelle Energie. Aber gleichzeitig ist er ein unfassbar charmanter Mensch. Zum ersten Mal in seinem Leben ist Sick ehrlich und findet dafür Anerkennung. Die Medien feiern ihn als YouTube-Star, der ohne erhobenen Zeigefinger vor den Drogen warnt. Um so weit zu kommen, brauchte er fast 30 Jahre. Ich treffe mich mit Sicks Mutter. Doris Klede lebt heute alleine in einem kleinen Ort nahe Hannover. Bevor Sick drogenabhängig wurde, hatte sie zu ihrem Sohn ein gutes Verhältnis. Aber was ist falsch gelaufen, dass Sick bereits im Alter von 15 Jahren Heroin nahm? Als Sie das erste Mal erfahren haben, dass Ihr Sohn Drogen konsumiert, haben Sie ihn zur Rede gestellt? Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Ich habe x-mal mit ihm geredet. Ich habe gesagt, ich bin immer für dich da, aber nicht mit der Droge. Haben Sie mal überlegt, kann ich meinem Sohn professionelle Hilfe von außen holen? Ich habe ihn gefragt, ob ich mit ihm da irgendwo hingehen kann, wo man ihn aufklärt. Nein, das bräuchte er nicht. Es ist gar nicht so schlimm. Er hat mich belogen, hin und vorne. Ja. Ist das nicht auch furchtbar, wenn man kapiert, dass man von einem drogenabhängigen Kind halt einfach manipuliert wird, dass man belogen wird? Natürlich habe ich immer gehofft, das, was er dir jetzt erzählt, dass es keine Lüge ist. Ich habe auch immer gesagt, belügst du mich jetzt nicht schon wieder? Nein, Mama. Also mein Bauchgefühl sagte mir schon was anderes. Seine Mutter ist hilflos, hat keinen Einfluss mehr. In dieser Zeit konsumiert Sick schon 5 Gramm Heroin am Tag. Die einst innige Beziehung zerbricht. An seinem 18. Geburtstag wirft ihn der Lebensgefährte seiner Mutter aus der Wohnung. Die Straße wird sein neues Zuhause. Haben Sie dann nicht erkennen müssen, dass Sie Ihren Sohn noch tiefer in den Sumpf getrieben haben? Er wurde gewarnt. Mehr als einmal. Und ich muss ja meine Prinzipien treu sein, ne? Also mir zu lieben, damit ich nicht noch weiter krank werde. Ich hatte ihn einmal zufällig getroffen in Hannover. Ein Jahr danach. Ich dachte, ich sehe ein Gespenst. Gesicht eingefallen. Dann hat er noch seine Kapuze aufgehabt. Um den Bauch, den Gürtel 3-mal, damit die Hose nicht rutscht. Ich wollte sterben an dem Tag, als ich das gesehen habe. Dennoch, seine Mutter bleibt hart. In den nächsten 20 Jahren werden sie sich selten sehen. Nachdem er nicht mehr nach Hause darf, schläft Sick auf Parkbänken und in öffentlichen Toiletten. Vollkommen auf sich gestellt, begeht er jetzt noch mehr Einbrüche. Denn um die Härte der Straße zu ertragen, steigt auch sein Heroinkonsum. Mit der Droge fühlt er sich bei seinen Beutezügen sicher und wird doch erwischt. Im November 91 wird Sick in Hannover verhaftet und muss zum ersten Mal ins Gefängnis.
Er bekommt eine Jugendstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten. Für jeden Junkie eine Höllenqual. Wie war das, als du zum ersten Mal ins Gefängnis gekommen bist? Also ich weiß genau, was ich gedacht habe, als ich mit meinem Bündel da die Treppen hochgekrochen bin. 60-jähriger Beamter hüpft vor mir die Treppen hoch wie ein junger Gott und ich zerr mich da am Gelände hoch, nicht mal 19 Jahre alt. Ich habe gedacht, hier kommst du nie wieder lebend raus. Im Entzug selbst hast du das Gefühl gehabt, du musst sterben? Ja, wie eine offene Wunde, jeder Nerv liegt blank, die Nase läuft, die Augen tränen, gestunken wie ein Iltis. Wenn das Gift den Körper verlässt, das riecht ganz ekelhaft. Also allein davon habe ich mehrfach gekotzt, von meinem eigenen Geruch, den ich plötzlich an mir habe. Und natürlich habe ich mir geschworen in dieser Zeit, das passiert hier nie wieder. Es ist aber auch so, Sexualstraftäter, die stehen ganz unten in der Hierarchie des Gefängnisses. Und wo stehen die Junkies? Kurz drüber nur, also ist nicht weit entfernt. Aber da wir den größten Anteil in den Vollzügen ausmachen, da fällt es im Grunde nicht so wirklich auf, dass wir so weit unten stehen. Ihr habt keine Bedeutung, aber ihr seid in der Überzahl. Genau. Kaum entlassen, wird Sick sofort wieder mit Heroin rückfällig, begeht die nächsten Einbrüche. Ich bin mit ihm auf dem Weg nach Vechta, 2 Stunden von Hannover entfernt. Mitte der 90er wird Sick ein zweites Mal für Diebstahl und Einbruch verurteilt. Dieses Mal zu 18 Monaten. Seine Strafe sitzt er hier ab. 20 Jahre nach seinem Aufenthalt besuchen wir die JVA Vechta noch einmal zusammen. Jetzt noch irgendwo ein Gefühl, was du jetzt im Augenblick gerade hast? Ja, ich bin schon ganz schön. Das rumort schon ganz schön, ja, in mir. Aber jetzt, wo ich hier drin stehe und meine alten Flore sehe und so, oh, ist komisch, okay, irgendwie. Ja. Dieser hier. Vor. Okay. Als ich hier war, sah das noch alles anders aus. Ne? Ja. Also Fernseher von Haus aus gab es gar nicht. Hier hat sie nicht mal richtigen Empfang gehabt. Ich habe meinen Fernseher 10 Monate auf der Kammer stehen gelassen, weil ich keinen Bock hatte, mit der Antenne so im Zimmer zu stehen. Hier, jetzt sieht es hier fast aus wie in einer Jugendherberge. Was hast du hier konsumiert? Einmal habe ich hier, glaube ich, Schoren genommen, ansonsten habe ich hier nur gekifft. Ich habe mir den Pastor zum Freund gemacht und Pakete an seine private Adresse schicken lassen. Da war dann Kaffee drin, bei Chibo gemahlen und da steckte dann mein Dope drin. Und das war dann original verschweißt, vakuumgezogenes Päckchen. Wenn man eine Spende für seinen Spendenschrank reinpacken lassen, billige Tabak, bisschen 2 Bomben Kaffee. Und das hat er immer für seinen Spendenschrank gekriegt. Und den Rest des Päckchens hat er mir frei aus morgens neben das Bett gestellt, wenn er in die Anstalt kam. So, hast du es immer wieder verstanden, hier Menschen nutzbar zu machen oder zu Freunden zu machen? Wusste er, was er macht? Natürlich wusste er es nicht. Er hat mir ja nicht gesagt, du, mein Kumpel schickt dir Hasch, bring mir mal das rum. Dem ahnungslosen Gefängnisfahrer war also damals nicht bewusst, dass er von Sick als Drogenkurier missbraucht worden ist. Aber ist etwas an der Geschichte dran? Beweise gibt es jedenfalls nicht. Eines ist aber klar, ein schlechtes Gewissen hat Sick bis heute nicht. Gut, das war mein Arbeitsplatz hier. 3 Monate geht der Kurs, Schweißerkurs. Den habe ich hier gemacht, erstmal nur, um aus der Zelle auch rauszukommen. Hast du ihn bestanden? Mein Prüfungsstück habe ich mir vom anderen Gefangenen machen lassen und habe bestanden, ja. So ein Ding sollte ich auch bauen. Das sieht richtig toll aus. Meins sah aus wie ein Klumpen. Der Plan des Vollzuges ist ja, dass man hier einen Job lernt, mit dem man draußen Geld verdienen kann. Hast du da in der Zeit irgendwo mal ernsthaft drüber nachgedacht? Du dachtest, ich gehe mal raus. Ich wollte nie Schweißer werden, nie. Ja, wolltest du überhaupt irgendwas werden? Ich hatte doch meinen Beruf schon. Ich habe nur gerade Urlaub. Also du wolltest weiter kriminell bleiben? Ja. Von verurteilten Straftätern habe ich schon einiges gehört. Aber nur ganz wenige sind auf so ungenierte Weise ehrlich. Also hier ist auch ganz miese Nummer passiert. Hier war einer, der als Verräter abgestempelt worden ist von seinen Landsleuten. Und der hatte halt auch so ein Gang-Abzeichen, also ein Tattoo auf dem Oberarm. Ich habe das mitgekriegt, erst wie sie ihn in die Ecke geprügelt haben. Und der hatte schon gesehen, die machen die Platte heiß. Er wusste schon, was passieren wird. Und hat sich halt versucht zu wehren, hat immer wieder Tritte gegen die Brust gekriegt. Dann haben ihm sein Tattoo einfach weggebrannt hier hinten. So eine dreckige Metallplatte voll ins Fleisch gebrannt. Die anderen Russen, die ihn guckten dann immer nur so, haben gesehen, ich habe es gesehen.
Ich hab's nicht gesehen und bin dann einfach weggegangen und hab die einfach machen lassen. Hab ich hier wieder an meinen Werktisch gestellt. Also das heißt, du hast das gemacht, was man im Knast lernt. Ich guck weg. Weggucken. Ist nicht mein Problem, hat er sich so zu schreiben. Im Knast erlebe ich so ein Verhalten unter Gefangenen immer wieder. Hier ist der sonst so harte Schwerverbrecher eher feige. Geht Konfrontationen aus dem Weg. Sechs persönlicher Horror, eingesperrt zu sein. Du hast eben was erzählt, dass du schon mal geflohen bist. Ich habe nach 3 Monaten meinen ersten Fluchtversuch unternommen, habe mir eine Kletterhilfe, einen Anker gebaut. Der Anker, dieses Metallgerüst mit dem Kabel unten dran, war fast so schwer wie ich. Das konnte ich keine 7-8 Meter über die Mauer werfen. So ging dieser Fluchtversuch in die Hose. Und an der Stelle war ich zwar gefrustet, habe mir aber gedacht, okay, das probierst du noch mal. Mit anderen Gefangenen sägt Sick die Gitterstäbe eines Fensters durch. Der neue Anker ist aus Aluminium und viel leichter. Unentdeckt von der Nachtwache schaffen sie es bis zur Mauer. Dahinter wartet schon ihr Fluchtauto. Die Zeit nach der Flucht, was hast du auf der anderen Seite der Mauer angefangen? Die Flucht hatte eigentlich nur einen einzigen Grund, Nachholbedarf. Party machen, raus, die Jungs treffen und feiern gehen. Und wie lange hat es gedauert, um straffällig zu werden? Erste Nacht bin ich schon wieder einbrechen gegangen. Also aus dem Knast raus, um einzubrechen? Genau. So viel Leichtsinn kann nicht gut gehen. Nach nur 11 Wochen läuft Sick einer Polizeistreife in die Arme. Zurück im Knast muss er seine Reststrafe von 6 Monaten absitzen. Mitte der 90er Jahre dreht sich die Abwärtsspirale für Sick immer schneller. Neben Cannabis und Heroin konsumiert er jetzt auch Kokain. Beginnt sogar, die Drogen zu spritzen. Seine Wohnung verlässt er nur noch für den nächsten Einbruch. Dem Kokain verfällt Sick noch stärker als dem Heroin. Bisher hat er die Drogen nur geraucht. Doch das weiße Gift lässt ihn sein letztes Tabu brechen, das Spritzen. Und ich bin nach Hause, in das Zimmer hoch, wie ferngesteuert meiner Gier nachgekommen. Hab mir meinen ersten Knaller in meinem Leben gesetzt. So, ich habe sofort getroffen, Blut in die Pumpe, habe so eine Ladung fertig gemacht, die habe ich bis zur Hälfte abgedrückt. Da habe ich schon gemerkt, okay, das war definitiv zu viel, bloß nicht weiter abdrücken. Rausgezogen, bewusstlos geworden. Irgendwann wenige Minuten später hochgekommen mit Hitzeblick, so eine Hauge über dem Schädel, Herzrasen und total zittrig und habe nur gedacht, wie geil war das denn bitte? Koks knallen, das macht so unglaublich gierig. Und essen, trinken, schlafen, Frauen, egal was, dann nichts mehr hat Bedeutung. Nur noch der Stoff und ich. Was Sick verdrängt, die wenigen Minuten Rausch schaden Körper und Verstand. Das Glücksgefühl auf Heroin und Kokain hält nicht lange an. Danach kommt der Entzug und der gesundheitliche Zusammenbruch. Wie viel hast du in dieser Zeit ungefähr verkokst? Oh, das konnten locker 5 Gramm auch überschreiten. Ist ja aber auch die Frage von Kohle. Also zu der Zeit hast du fürs Gramm locker noch 90, 100, 110 Mark bezahlt. Dann noch ein bisschen was fürs Heroin und dann noch ein bisschen was fürs Kiff. Ein Tausender. Knapp ein Tausender am Tag. Und was war das für eine Erkenntnis für dich? So, irgendwann hat dieses Bild, was ich mir selbst die ganze Zeit geboten habe, dann Ekel in mir erzeugt und ja, mich heulen lassen nur noch. Wenn du unter der Dusche stehst, dann nur damit die Adern nach vorne kommen, weil du sonst nicht mehr triffst. Die wollen schon alle nicht mehr, jede Ader versteckt sich vor der Nadel. Shampoo links und rechts auf der Hüfte abstellen kannst, weil du so ausgezerrt und dürr bist. Würdest du sagen, dass dir gelegentlich der Knast das Leben gerettet hat? Also in meiner Koksphase definitiv. Also ich bin in den Kripo-Wagen eingestiegen und habe mich bedankt bei den beiden Kripo-Beamten an dem Tag meiner Verhaftung. Mehr als 10 Jahre lang ist Sicks Leben der ewig gleiche Kreislauf. Um seine Sucht zu finanzieren, begeht er einen Einbruch nach dem anderen. So lange, bis sie ihn wieder fassen. Am ersten Tag in Freiheit beginnt das Spiel von vorne. Fast 7 Jahre verbringt Sick hinter Gittern, sitzt in 5 verschiedenen Gefängnissen ein, konsumiert weiter Kokain, Heroin und Cannabis. Immer wieder verlassen ihn Freunde und Partnerinnen, weil er von den Drogen nicht loskommt. Mit Mitte 20 wird es selbst ihm zu viel. Er beschließt einen Neuanfang fernab der alten Szene in Hannover.
Eine andere Stadt, neue Freunde. 1998 zieht Sick nach Osnabrück, will dort ein Leben ohne Drogen beginnen. Doch seine Vorsätze halten nicht lange. Er konsumiert so viel Heroin und Kokain wie nie zuvor. Und eine entscheidende Person kehrt in sein Leben zurück. Dein leiblicher Vater lässt jahrelang nichts von sich hören. 24 Jahre. So, dann plötzlich ruft er an. Genau. Redete mit mir, als wäre nie ein Tag dazwischen gewesen, den wir uns nicht gesehen haben. Hey, Junge, alles klar bei dir und. Ich wusste jetzt nicht so genau, was ich davon halten sollte. Und ich bin dann zu ihm gefahren. Es war so, ich hatte mir in der Zwischenzeit schon klein mein Cannabisgeschäft aufgebaut und hatte so meine ersten Kunden. Dann fragt er, wie sieht's aus? Willst du mal wissen, wie ich mein Geld verdiene? An der Stelle, als er den Schrank aufgemacht hat und mir gezeigt hat, was er macht, also das ganze Gras und das Hasch und das Geld, was in diesem Schrank gebunkert war, habe ich ganz dreckig gegrinst und habe mir gedacht, der Mann ist doch Bombe. Er suchte nicht seinen leiblichen Sohn, sondern einen erfahrenen Kriminellen mit dem. Ja, natürlich, das war der einzige Verknüpfungspunkt, den wir hatten. Was war das Ergebnis eurer Zusammenarbeit dann? Wie ging es weiter? Wir haben beide den größten Reibach, möglichen Reibach gemacht. Einmal in der Woche fährt Sick zu seinem Vater ins Saarland. Den Kofferraum voller Cannabis. Neue Ware für den dealenden Papa. Euer emotionales Verhältnis hat sich in der Zeit verbessert? Ging immer nur um Gras oder um Geld. Wirklich Vater-Sohn-Gespräche haben nicht stattgefunden. Es ging immer nur ums Geschäft. Zuerst ein Junkie, dann ein dreister Einbrecher. Mit seinem Vater wird Sick schließlich erfolgreicher Drogendealer. Auch wenn er hier den Coolen spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sick sich nicht mehr erhofft hat. 2001 gelingt Sick der größte Coup seiner bisherigen kriminellen Karriere. Ein Großdealer aus den Niederlanden ist von seinem Verkaufstalent begeistert, schickt ihm jede Woche kiloweise Gras über die Grenze. Damit versorgt Sick ganz Osnabrück, verdient mehrere tausend Mark am Tag. Der Junkie von der Straße hat es geschafft. Skrupel kennt er keine. Die Drogenfahnder lassen ihn kalt. Jeden Freitag fährt Sick ins niederländische Enschede. In einem Coffeeshop trifft er sich mit seinem Dealer zur Geldübergabe. Am nächsten Tag liefern ihm dessen Kuriere die Ware sicher über die Grenze nach Osnabrück. Mit einem Teil des Cannabis versorgt Sick weiterhin wöchentlich seinen Vater und damit das halbe Saarland. Nebenbei steigt er in Osnabrück zu einem der Top-Dealer auf. Was denkst du, was dazu geführt hat, dass man an euch auf die Schliche gekommen ist? Mein Fahrer damals kam an und sagt, du, ich glaube, die Kripo steht bei dir vor der Tür. Ich so, ja, lass mal gucken. Dann bin ich rausgegangen, in den Wagen gegangen, hingegangen, so richtig so nah auch. Ich so, na, was macht ihr denn hier? Guckt ihr nach mir? Was macht ihr? Die tun dann so, als der ist gar nicht da. Und zu dem bin ich dann immer wieder hingegangen, habe den Kaffee angeboten. Ich habe auch drei Autos zu der Zeit gehabt, bin immer wieder umgestiegen, immer nur auf die Rücksitzbank geschlichen und dann umgestiegen, irgendwo ausgestiegen, im Gebüsch gewartet, habe mich von meinem nächsten Auto abholen lassen. Ich habe zwei Fahrer gehabt. Also richtig Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, trotzdem freitags nach Holland zu fahren mit meinem Geld und die neue Ware zu bestellen. Doch im Kokainrausch unterschätzt er die Gefahr. Bei einer Übergabe auf einem Parkplatz Ende 2001 schnappt die Falle endgültig zu. Und wie ist die Verhaftung gelaufen? Ich gucke so über den Parkplatz und sehe überall zwischen den Autos maskierte Vorkommen, die alle auf uns zurennen. Ich habe mit dem Ellbogen die Zentralverriegelung runtergemacht. Kamen die schon an den Wagen und aussteigen, mach die Tür auf. Ja, eine Haare dann aus dem Auto rausgezogen. Und dann lag ich eine Dreiviertelstunde mit der Waffe am Hinterkopf, gefesselt, Sack über dem Kopf, Kabelbinder auf dem Rücken. Und dann war das Spiel vorbei. 14 Kilo Marihuana und 2 Kilo Haschisch stellen die Beamten sicher. Obwohl Sick seinen Vater nicht verrät, kommt die Polizei auch ihm auf die Schliche. Die Beziehung zerbricht. Denn während der Vater ins Gefängnis muss, kommt der Sohn glimpflich davon. Klaus Rüther ist Strafverteidiger in Osnabrück, besonders gefragt als Anwalt bei Drogendelikten. 2002 übernimmt er die Verteidigung von Sick. Der Mandant hatte eine etwas rotzige Sprache. Deswegen haben wir vereinbart, er schreibt so auf, was eigentlich so war, und ich trage das vor. Er war einschlägig vorbestraft, er hatte Jugendknasterfahrung. Die Menge war erheblich.
konnte bis zu 5-6 Jahren geben für ihn. Ich hatte schon genügend Erfahrung mit Süchtigen, dass es da immer wieder auch Rückschläge gibt. Er hat sich entwickelt dahin, dass ich ihm, als wir in die Verhandlung gegangen sind, geglaubt habe, dass er das durchziehen will. Das konnte ich auch dann, ich sag mal, mit dem nötigen Gefühl auch verkaufen. Wo zwar schon eine Strafe ohne Bewährung rauskam, aber er die Chance hat, über die Therapie sich die Bewährung zu erarbeiten. Heißt im Klartext, Sick muss nicht ins Gefängnis. Weil ihn das Gericht vor allem als Opfer seiner eigenen Sucht sieht, wird er zu einer Therapie verpflichtet. Doch noch fällt es Sick schwer, seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Hast du deine Taten irgendwann mal bereut? Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich gemacht habe, die ich tatsächlich bereue. Es sind viele zwischenmenschliche Sachen. Weniger meine Straftaten, ehrlich gesagt. Also Reue hat eher eine untergeordnete Rolle bei mir immer gespielt. Wenn du eingebrochen bist in Serie, das... Da gibt es eine Versicherung, das wird bezahlt. Ja, aber so habe ich das lange für mich gerechtfertigt. Okay. So, ne? Du hast deine Mutter enttäuscht, du hast Lebensgefährtinnen enttäuscht. Auch gelogen und betrogen habe, auch die, mit denen mir nahestehen, habe ich angelogen. Auch um immer wieder nur an ein Ziel zu kommen. JVA-Style. Selbstgebaute Maschine. Durch den jahrelangen Drogenmissbrauch wiegt Sick zwischenzeitlich nur noch 48 Kilo. Eine Therapie, vermutlich seine letzte Chance. Sein früherer Komplize weiß, wie schwer ein Leben ohne Drogen sein kann. Bei Sick scheint es mir so zu sein, dass er lange Zeit überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet hat, mal aufzuhören mit dieser Nummer. Was glauben Sie, was ist schlimmer? Aufzuhören oder was Neues für sich zu finden, was die Droge ersetzt? Es ist ja ein Riesenloch, was bleibt nach der Droge. Und das muss man erst mal füllen. Und wenn man in der Vergangenheit so viel verpasst hat, sei es beruflich oder familiär, sozial, das ist ein Riesending. 2002 beginnt Sick die vom Gericht angeordnete Therapie in einer Klinik bei Osnabrück. Sein Therapeut in dieser Zeit, Josef Menke. Er stellt klar, durchschmuggeln wird dieses Mal nicht klappen. Was war Ihr persönlicher erster Eindruck? Ein typischer Knacki, der keinen Bock hat. Er kam hier körperlich ziemlich fertig an, hatte keine Lust auf Alltag. Er konnte mit den Tageszeiten gar nichts anfangen. Er hatte Riesenprobleme, morgens überhaupt in Gang zu kommen, aufzustehen. Daran konnte man auch gleich sehen, dass er das schon ewig lange anders handhabte. Wir sehen mal gegenseitig abchecken und gucken, wie tickt denn der, womit kriegst du ihn? Versucht hat das lange Zeit, immer wieder auch, ich sag mal, die Regeln zu umgehen, sich aus dem Arbeitsbereich zu entfernen. Ja, vielleicht merkt das ja nicht. Ich meine, das hat er dann irgendwann rausgehabt. Er hat das gespürt, dass wir an vielen Stellen mindestens genauso gut sind. Und haben ihn entlarvt, so dass er sich eingelassen hat. Was war der Knackpunkt, womit Sie ihn gepackt haben? Irgendwann habe ich ihn eingesetzt, also verantwortlich für unseren Tierbereich. Da ist er in Situationen gekommen, die er überhaupt noch nicht erlebt hat. Da fingen dann an, die Schafe zu lammen und er war völlig überfordert. Aber über diese ganzen Dinge ist er in Bereiche gekommen bei sich selbst, die er vorher, denke ich, nicht kannte und auch überhaupt gar nicht gespürt hatte. Überhaupt jetzt verantwortlich zu sein für etwas und das macht mir sogar noch Spaß. Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Trotzdem, auch nach der Therapie schafft es Sick nicht, clean zu bleiben. Seine größte Herausforderung steht ihm da noch bevor. Im August 2003 wird seine Tochter geboren. Auf einmal muss der Junkie, dem sein eigenes Leben bisher egal war, Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen. Für sein Kind will er clean werden. Aber 20 Jahre Drogenkonsum haben ihre Spuren hinterlassen. Im Grunde war der Startschuss die Geburt meiner Tochter, also so die wirklich emotionale Entscheidung, also nur einfach clean werden und ein toller Vater werden und so habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, weil mittlerweile war schon klar, ich bin schwerst abhängig irgendwie, mein Leben dreht sich im Kreis, ich sitze nur im Knast und jetzt habe ich jemanden, der zu mir gehört, mein Fleisch und Blut, ich bin nicht mehr alleine und ja, das war so dann der erste richtige Antrieb halt.
da auch ernsthaft dran zu bleiben und nicht immer die Flinte so schnell ins Korn zu werfen, wieder, wie ich das sonst gemacht habe. Ich habe ja nichts zu Ende gemacht in meinem Leben, außer Scheiße bauen. Habe ich immer bis zum eiskalten Ende durchgezogen. Mittlerweile ist seine Tochter 13 Jahre alt. Sie gibt ihm Kraft. Sick will sein Geld jetzt ehrlich verdienen, arbeitet dafür weiter an seiner Internetkarriere. Einer der ehemals größten Dealer Niedersachsens kocht mit Promis wie Ferris MC und Kraftklub. Die Drogen bleiben aber sein Thema. Statt konsumieren und dealen, will er nun anderen Süchtigen helfen. In Berlin hat sich Sick inzwischen ein cleanes Leben aufgebaut. Unterstützt wird er von Thomas Haustein. 1981 spielt Haustein in Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, den drogensüchtigen Detlef. Im wahren Leben ist er Suchtberater bei der Caritas geworden, arbeitet erfolgreich mit Abhängigen zusammen. Ich denke, dass Sick aufgrund seiner Art und Weise, wie er die Sachen erzählt hat, auch Jugendliche, junge Erwachsene erreichen kann. Da gibt es eine gewisse Frage der Glaubwürdigkeit. Und genau das erreicht er eben auch bei den Jugendlichen, die eben denken, ist einer so wie, also einer von uns. Ich habe 1000 Fehler gemacht und das ist eigentlich, was ich da zugebe nochmal oder laut sage. Das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Und kann halt jetzt noch dazu sagen, okay, jetzt mache ich so und so, das funktioniert für mich. Ich habe vorher halt auch nur meine Auswege gesucht. Und jetzt über das Projekt mit all dem, was da dranhängt, das ist mein Ausweg. Als du das gerade so erzählt hast, habe ich so gedacht, das ist doch eigentlich Gruppentherapie. Ja, ja, klar. Ja. Wir machen gemeinsam. Ich mach mit so. Ja. Das ist es ja nicht. Ich lass ihn nicht spüren, ich bin dein Retter und du bist das Opfer. Wir sind beide Opfer und jetzt quatschen wir einfach mal darüber, wie kommen wir aus dem Scheiß wieder raus. In einer gewissen Weise kann es sein, dass Suchtmittelabhängige natürlich da sich eher verstanden fühlen von jemandem, der ein bestimmtes Jargon oder auch Erfahrungen auch hat. Das ist ja eine ganz wesentliche Basis, oft auch um überhaupt in Kontakt zu kommen. Das ist meine Arbeit geworden jetzt. Macht mich auch sehr zufrieden und glücklich. Hält mich auch selbst sauber. So, das ist für mich das Entscheidendste an dem Ding. So. Und so spricht Sick im Rahmen der Präventionsarbeit heute vor Schülern und Studenten. Seine Geschichte soll ein abschreckendes Beispiel sein. Wenn das alles morgen nicht mehr laufen würde, ist dann der Weg wieder zurück gebahnt? Also wenn das tatsächlich so beschissen laufen sollte, dass alles gleichzeitig einbricht, ja, dann wäre theoretisch der Weg zur Droge nur noch ganz kurz so, und der Rückfall ganz nah wahrscheinlich. Weil das wird mich, glaube ich, schon runterziehen. Im Grunde ist das mein neuer Turn. Die Resonanz der Öffentlichkeit ist mein neuer Turn. Also ein bisschen Adrenalin-Junkie bist du schon noch geblieben. Immer noch geblieben, klar. Einmal süchtig, immer süchtig. Für seine Sucht hat Sick systematisch geraubt, betrogen und gedealt. Ohne Rücksicht auf die Menschen, die ihm nahestanden. Heute will der Ex-Junkie und Erzknacki andere vor den Gefahren von Drogen warnen. Nicht ohne Eigennutz. Der Mut, in der Öffentlichkeit über seine Drogenkarriere zu sprechen, hat ihn gerettet und ist zu seinem neuen Mantra geworden. Seither ist Sick nach eigenen Angaben clean. Jetzt entdecke ich das Leben gerade wieder neu. Also ich bin wie ein kleiner Junge wieder. Ich freue mich über Kleinigkeiten, über einen schönen Ausflug, über, keine Ahnung, über einen Zoobesuch. Ja, und jetzt kann ich meinem Kind halt auch ganz anders gegenübertreten. So. Ich schäme mich nicht mehr. Das macht mir Spaß, das cleane Leben. Hatte ich nie für möglich gehalten. Für seine Taten saß Sick fast 7 Jahre im Gefängnis. Gefiel sich lange Zeit in der Rolle des erfolgreichen Dealers, verbrachte sein Leben im Drogenrausch. Viele Süchtige, die ich kenne, haben den Absprung nicht geschafft und sind gesundheitlich am Ende. Sick ist bereits den Weg vom Heroinabhängigen zum YouTube-Star gegangen. Vielleicht gelingt ihm dieser Erfolg auch im realen Leben. Seine Tochter ist weiterhin die größte Motivation für Sick. Doch selbst wenn es ihm gelingt, dauerhaft clean zu bleiben, die Drogen werden weiter ein Teil von ihm sein.